Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute wird das Spiel orakelt in der Champions League Barcelona gegen Liverpool. Und ja, ich werde das orakeln mit den aktuellen Tops Champions League Karten. Und ja, würde ich mal sagen, wir starten jetzt direkt und los geht's. Und wir öffnen das erste Päckchen. So. Wir legen das mal zur Seite. Hier, das legen wir auch mal zur Seite. So. Das brauchen wir nicht. So, hier haben wir Galatasaray. Brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Club Brügge. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier Manchester City. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier Porto Casillas. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier Juventus mit Mandzukic. Brauchen wir auch nicht. Und Neapel mit Hamsik. Brauchen wir auch nicht. So, weiter geht's mit dem zweiten Tütchen. Und wir enden uns von der ersten Halbzeit. So. Und da haben wir das 1:0 für Barcelona. Sergi Roberto gibt die Vorlage und Jordi Alba macht das Tor. Dann haben wir hier Baumann von Hoffenheim. Dann haben wir hier Hernandez, Lucas Hernandez von Dings, ja, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Atletico Madrid, ja, genau. Der zukünftige Bayern-Spieler. Hier haben wir den nächsten Spieler. Aouar von Olympique Lyon. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier von der Roma Perotti. Und dann haben wir hier noch von Real Madrid Thibaut Courtois als Mega Signing. Nicht schlecht. Somit haben wir die erste Halbzeit vorbei und ja, erste Halbzeit und Barcelona führt. Also mein Tipp wäre ein ja, sage ich, ein 1:1 im Hinspiel. Und wir starten in die zweite Halbzeit. Und los geht's. So, und erster Booster. Haben wir das Paris-Logo. Brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Alexis Sanchez von Manchester United. Dann haben wir hier Bernardo Silva von Manchester City. Dann haben wir hier Eric Dier von Tottenham, die ja gestern gespielt haben gegen Ajax. Genau. Oh, hier ist das 2:0 durch Rakitic. Jawohl. Und da haben wir noch von Monaco Falcao. Ja. So, und dann starten wir in die Endphase. Kann hier noch Liverpool was reißen im Orakel? Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Hier haben wir von der Roma Kolarov. Dann haben wir hier von Neapel Marco Grock oder Rock, so. Dann Chris Smalling von Manchester United. Dann haben wir hier von Club Brügge Arnaud Danjuma. Dann haben wir hier von Porto Musa Marega. Und Manchester City Vincent Kompany als Limited Edition. Yeah.
eine Limi gezogen hier im Orakel. Ja, somit geht das Orakel 2-0 aus. Jo, also dann würde ich mal sagen, denkt an eure Ergebnisse in die Kommentare zu schreiben. Gebt schön einen Daumen nach oben für dieses Orakel. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Orakel oder Video. Bis dann. Ciao und auf Wiedersehen.